NFFS, ein neues Fallführungssystem im Kanton Bern. Die Sozialdienste im Kanton Bern setzen heute unterschiedliche Fallführungssysteme ein. Diese Systeme müssen in nächster Zeit abgelöst oder umfassend erneuert werden. Für deren Betrieb und deren Finanzierung im Bereich der Sozialhilfe ist heute jede Gemeinde selber verantwortlich. Mit dem Programm NFFS soll ein neues, einheitliches Fallführungssystem im Kanton Bern eingeführt werden. NFFS ist ein gemeinsames Vorhaben des Kantons, der Berner Konferenz für Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz und dem Verband Bernischer Gemeinden. Damit werden drei Ziele angestrebt. Administrative Aufwände werden reduziert, wodurch mehr Zeit für die Betreuung der Klienten und Klientinnen der Sozialdienste zur Verfügung steht. Kanton und Gemeinden erhalten eine bessere Übersicht im Bereich der Sozialhilfe, des Kindes- und Erwachsenenschutzes und der Arbeitsintegration. Infrastrukturkosten bei den Sozialdiensten werden reduziert, womit die Gemeinden finanziell entlastet werden. Mit dem Programm NFFS besteht keine Absicht, Personal bei den Sozialdiensten abzubauen oder die heutige Aufgabenteilung zu verändern. 2025 findet bei ausgewählten Sozialdiensten eine Pilotmigration statt. Diese wird durch den Kanton finanziert. Aufgrund der daraus gemachten Erfahrungen wird der Einführungsprozess optimiert. 2026 bis 2028 wird NFFS bei den weiteren Sozialdiensten eingeführt. Die heutigen Fallführungssysteme bei den Sozialdiensten werden in eigenen Projekten abgelöst. Der Kanton stellt hierfür pro Sozialdienst je eine Projektleitung zur Verfügung. Die Kosten für die Bereitstellung des neuen Fallführungssystems sollen durch den Kanton getragen werden. Die Migrationskosten und die anschließenden Betriebskosten sollen vom Kanton und den Gemeinden gemeinsam finanziert werden. Dank dem neuen Fallführungssystem wird die Zusammenarbeit der Akteure in der Sozialhilfe, dem Kindes- und Erwachsenenschutz und der Arbeitsintegration im Kanton Bern wesentlich erleichtert, was zu einer effizienten und kostengünstigen Lösung für die Gemeinden und die Sozialdienste führt.